So, es haben sich ja so viele ein reales Urban-Survival-Video von mir gewünscht. Ja, ich bin gerade in Hamburg unterwegs und es ist 2 Uhr nachts. So, die Tour ist vorbei, jetzt geht's nach Hause und das Ganze halt mit der Bahn. Ich bin halt ein paar Stunden jetzt gefahren mit dem Zug und ich bin jetzt schon seit 13 Stunden unterwegs, um einfach nur nach Hause zu fahren, und ein bisschen habe ich noch vor mir und ich hoffe, euch gefallen die zukünftigen Videos. Über Abo und Like würde ich mich natürlich freuen, das hilft den Kanal sehr weiter. Und ja, man sieht es an meinen roten Augen, ich bin müde, aber ich habe es ja bald geschafft. Ja, es gibt wohl Probleme hier, es fährt irgendwie keinen Bus mehr nach Hamburg, ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Weil da ist mein Anschlusszug. Ja, absolutes Chaos. Ich bin jetzt mitten in Hamburg. Busse haben sich verspätet, habe meine Verbindung nicht bekommen. Es ist 2 Uhr nachts. Und jetzt laufe ich hier durch Hamburg. Überall Obdachlose, Drogenabhängige. Mann, ich hab die Schnauze voll. Zweimal gab es Verspätung mit dem Zug. Ja, hab meinen Bus jetzt auch nicht bekommen für den nächsten Zug. Sitze in Hamburg fest. Das Ding ist einfach, nicht nur das Kamera-Equipment. Der ganze Rucksack ist voller Wertsachen. Ne? Und ich werde da jetzt nicht einfach 2-3 Stunden auf den nächsten Zug warten. Viele hier haben immer rum, die wollen eine richtig geile Show und so. Aber hey, ist es doch gerade hier. Ne? Ich habe Wassermangel, kein Wasser dabei. Mein Filter ist im Arsch. Und muss kilometerweit laufen und die Geschäfte haben auch nicht auf. Das Ding ist einfach, ich darf den Rucksack nicht abnehmen. Der ist so schwer, also ich kriege ihn immer kaum hochgehoben. Dabei habe ich mir schon den Muskel ein bisschen gezerrt. Ja, am besten immer weiter marschieren. Gar nicht erst absetzen. So, man könnte jetzt sagen, ich mache den realen Versuch, aus der Stadt zu flüchten. Also mit dem Rucksack und gib ihn. Habe eben mal geschaut, bin jetzt schon 6 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie der ein oder andere sich das immer vorstellt. Das muss man echt selbst mal gemacht haben. Und wenn man das noch taktisch macht, Junge, dann brauchst du ja Tage, um hier rauszukommen. Wie willst du dich denn taktisch hier in Hamburg bewegen? Ja, hier wohnen so viele Leute, das wird nichts mehr taktisch. So, und bist natürlich auffällig mit so einem riesen Rucksack. Das sieht man ja bei mir hier. Die Leute gucken ja immer schon alle. Also, ich durchlebe hier gerade die reale Welt, wie es ist, wenn man einfach mal mit einem schweren Rucksack aus einer Stadt kommen möchte. Und das Ganze zu Fuß. Es ist hart. Das Schlimme ist vielmehr, dass ich ja nichts zu trinken habe. Und schon eine gewisse Zeit nicht mehr schwitze. Ich habe Angst, dass meine Beine irgendwann verkrampfen. Das Problem hatte ich ja schon mal. Dann wird es problematisch, dann kann ich nämlich gar nicht mehr laufen. Ich habe das Jump House entdeckt. Geil. Ja. So, ich habe es mittlerweile geschafft, in Hamburg Eidelstedt zu sein. Und ich muss echt zugeben, meine Füße fühlen sich too much an. Einfach nur noch wie Waffeln. Ich bin 10 Kilometer von dem Hauptbahnhof entfernt. Das muss man erstmal mal machen. Ja. Ja. Die Füße sind danach so im Arsch. Aber man merkt, also ich kann kaum noch laufen. Hat bestimmt auch was mit Wassermangel zu tun. So, das Ende vom Lied. Am Anfang ging es noch ein bisschen schnell, aber irgendwann, so nach 8 Kilometer, haben die Beine langsam schlapp gemacht und man sieht es, ich humpel mir schon fast einen ab. Aber wer glaubt, er könnte realistisch gesehen so um die 30 Kilo Gepäck, keine Ahnung, 15, 30 Kilometer am Tag schaffen oder auch nur 20, ja, ist vielleicht machbar, aber danach sind die Füße kaputt. Also von daher übertreibt es nicht. Ja, ich bin jetzt im Zug und somit endet meine Tour. Meine Deutschland-Tour erstmal.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, wer rausgeht, sollte auch seinen Müll wieder mitnehmen, wenn er Picknick macht oder eben irgendwas isst. Alles wieder mitnehmen, der Wald soll sauber sein, die Natur gehört der Natur, den Tieren, die da leben, leben müssen auch. Ja, ich sage jetzt wirklich, Fritz Meinecke mit seinen Seven Versus Wild ist einfach so, die haben rangemacht. Also ich bin jetzt im September bis in November ausgebucht, bin ich jetzt schon Ende Juni, Anfang Juli irgendwo ausgebucht. Also da ist ein Ran. Also Corona hat also einen Megaschuss gegeben, weil die Leute eingesperrt waren. Doch, da ist ein Bewusstsein, komm, die Leute wollen raus. Wo ich immer ein bisschen gucke und aufpasse, ist Wildschweine. Ich finde, Wildschwein ist so unberechenbar. Gerade Bache, Frischlinge, da sollte man schon Bogen drum machen. Ich bin liebend gern draußen. Tatsächlich war das der Hauptgrund, meinen Kanal damals zu gründen. So wie andere sich einen Hund kaufen zum Drausgehen. Und ich dachte, gut, wenn ich draußen Videos mache, gehe ich öfters raus. Hat am Anfang auch gut funktioniert. Mittlerweile leider nicht mehr so. Vielleicht brauche ich jetzt noch einen Hund.